So, also ich melde mich jetzt hier mal zu Wort. Der Hund kriegt nicht mit, weil normalerweise rede ich draußen nicht mit mir selbst, das ist neu für ihn. Eigentlich will ich meine Videos ja eher ein bisschen still gestalten. Bei Reviews ist aber doch besser, wenn dann ein bisschen was dazu gesagt wird, vor allem wenn man hier so ein cooles Messer hat. Ich werde meine Reviews in Zukunft in Hochdeutsch gestalten, weil Schweizerdeutsch, das ist eine Sprache, die nicht sehr viele Leute verstehen auf der Welt, und darum wird es in Hochdeutsch ablaufen. Den einen oder anderen Versprecher bitte ich um Verzeihung, weil ich bin nicht so geübt, so lange und so viel Hochdeutsch zu sprechen. So. Gut, wir haben hier das Hemlock Ares. Das ist ein riesengroßes, sehr, sehr schweres Outdoor- und Bushcraft-Messer oder Survival-Messer, wie man eben so will. Ich habe hier die Version Tiger Stripes. Es ist so, dass dieses Messer noch in anderen Varianten gibt. Ich glaube, also eine Variante ist auf jeden Fall blank. Da ist die Klinge dann blank gehalten. Dann gibt es, glaube ich, noch Acid Wash oder sowas. Da ist die Klinge auch beschichtet. Und hier ist eben die Version Tiger Stripes, schön mit den Tigerstreifen. Gefällt mir sehr gut, darum habe ich mich auch für diese Version entschieden. Das Messer ist von Worktough Gear. Die Marke ist, glaube ich, hier in Europa noch nicht so ganz angekommen. Darum ist auch der Shop, von dem ich das Messer habe. Das ist ein Schweizer Shop, auch ein neues Unternehmen, nennt sich Vlad Knives. Das sind zwei sehr coole Leute, die da diese Messer, nicht nur von Worktough Gear, die haben auch andere Messer, vorstellen und natürlich auch verkaufen. In der Schweiz ist es tatsächlich so, dass man bezüglich unseres Waffenrechts ziemlich ohne Probleme auch sowas öffentlich führen darf. Also ich würde es jetzt nicht mitnehmen, wenn man irgendwo im Supermarkt einkaufen geht, aber wenn ich das Ding dabei habe, umgehängt oder an meinem Gürtel, und die Leute sehen mich Richtung Wald marschieren, dann wird niemand irgendwelche Fragen stellen. Also das ist auch nicht strafbar, sowas zu führen in der Schweiz. Darum kommt man hier in der Schweiz auch ziemlich gut ran und darf das dann halt eben auch wirklich benutzen und führen. Ich muss das auch nicht abschließen auf dem Weg oder so. Also da bin ich schon sehr, sehr froh, dass das in der Schweiz noch so gehandhabt wird. Griffmaterial ist G10 Material. Das hat wirklich so eine sehr schöne Musterung hier. Also ich habe es jetzt wirklich schon einen Moment bei mir auch im Einsatz. Du hast wirklich einen guten Griff. Das ist ein, wie soll ich sagen, also die Messer von Worktough Gear, das ist nicht das einzige, das ich habe. Ich habe noch mehrere. Die sind wirklich Handschmeichler. Also man nimmt die Dinger wirklich gerne in die Hand. Es gibt keine Hotspots, auch beim Hacken nicht, wo einem irgendwas im Weg kommt oder in die Hand drückt oder so. Also das ist wirklich, man nimmt die Dinger einfach gerne in die Hand. Man kann seine ganze Kraft wirklich aufwenden und seine ganze Kraft wirklich einsetzen, ohne dass man auch ohne Handschuhe wirklich, dass man, das ist einfach, man fasst die Dinger einfach gerne an. So. Dieses Messer ist sehr schwer. Ich muss wegen den Daten mal kurz nachgucken. Wie es jetzt hier steht auf der Seite von Vlad Knives, ist dieses Messer 40 cm lang. 40,8 cm, um genau zu sein. Die Klingenlänge ist 23,5 cm. Die Dicke des Stahls, was auch wirklich eben super ist, ist 7 mm. Und das Gewicht alleine, bloß das Messer, sind 1070 Gramm. Also bloß das Messer. Mit der dazugelieferten Kydex-Scheide, da kommen wir später noch zu, wiegt das Ding tatsächlich 1400 Gramm. Also wirklich nicht gedacht für irgendeine Ultraleicht-Tracking-Tour oder so. Grüße gehen raus an Günni. Da kannst du sowas nicht mitnehmen. Aber für mich, ich stehe halt einfach auf große Klingen, und ganz im Ernst, ich brauche meine Messer eigentlich zu 90% für die Holzverarbeitung. Gerade im Winter, wenn es Minusgrade sind, wenn es minus 8, 9 Grad hat oder noch kälter ist, dann braucht man halt eben viel Holz.
wenn man das Holz nicht mitnehmen kann oder so und selbst, also darauf angewiesen ist, selbst Holz zu machen, dann braucht man halt eben sowas. Also ich lasse dann die Axt zu Hause und nehme dann einfach das hier mit. Und eben, also Holz hacken, Holz spalten, was aufhebeln oder so, das ist gar kein Problem mit dem Ding. Das, genau. Außerdem, was ich auch immer froh bin, ist, wenn der Messerrücken hier, wenn das hier ein 90-Grad-Winkel angeschliffen ist. Weil, wegen des Feuerstahls, ist klar. Es ist zwar dann hier so ein bisschen kantig und so, aber das muss so sein, damit ich den Feuerstahl gut abziehen kann. So. Dann geht's mal weiter mit den Daten. Der Stahl ist SK85 Kohlenstoffstahl und hat eine Härtung von 56 bis 58 Rockwell. Diese Art ist ein Chopper, sieht man ganz klar. Man kann natürlich auch eher was Feines damit machen, aber es ist halt schon sehr schwer und es ist wirklich eher zum was Brachiales, um drauf zu hauen. So. Konstruktion ist natürlich Full Tang, geht durch bis nach hinten, ist natürlich auch nötig. Und eben den Griff habe ich glaube ich schon erwähnt, ist der schwarze G10 mit einem orangen Liner hier. Genau. Hier gibt es noch eine Fingermulde. Finde ich an sich auch immer ganz gut, wenn man ein bisschen mal was Kleineres machen muss. Man kann den Daumen hier dann auch schön auflegen. So. Und dann hier ein bisschen was Feineres machen. So ein bisschen was schnitzen oder so. Ja, was aber mit diesem Messer, also das ist kein Schnitzmesser. Das ist wirklich, das ist für mich für die Holzbearbeitung, genau, also das ist eigentlich ein Axtersatz. Ich kann aber zur Not damit auch immer noch mein Steak schneiden oder was. Man kann auch feine Sachen damit machen. Es wird ultra scharf ausgeliefert, dieses Messer. Also das ist wirklich, das ist ein, wie ich das hier sehe, es ist ein konvexer Anschliff. Also wenn man nachschärfen will, muss man eben wissen, wie man diesen konvexen Schliff wieder hinkriegt. Aber das Ding ist brutal scharf. Also man kann, ich habe jetzt kein Papier dabei leider, um den Test zu machen, aber ihr seht das auch, wenn ihr auf die bei YouTube auf Vlad Knives den Kanal geht. Die stellen ihre Messer natürlich auch selbst vor. Da machen die auch den Schneidetest mit Papier und das Ding ist, also man kann sich rasieren mit dem Teil. Das ist wirklich der Wahnsinn. Was aber heutzutage eigentlich bei Messern von dieser Preisklasse eigentlich auch erwartet wird. Auch wenn es so ein Riesending ist, die müssen trotzdem auch scharf sein, weil eben eine scharfe Klinge ist immer besser als eine stumpfe. Auch schon wegen der Wucht, die drauf kommt. Die Verletzungsgefahr ist weitaus weniger gegeben, wenn die Klinge anständig scharf ist. Man hat hier noch eine kleine Hohlkehle, ich nehme an zur Gewichtsreduktion. Was aber, weiß nicht, ob das noch ein bisschen drauf ankommt hier bei diesem Riesending, ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Optik geschuldet so. Aber das Messer sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ich habe es wirklich gerne dabei. Und ja, dann kommen wir noch mal kurz zu der Keidegscheide, die dazu geliefert wird. Also das ist auch eine sehr gute Arbeit. Ich habe jetzt hier noch eine Feuerstahlhalterung aus Kydex und eine Halterung für ein kleineres Messer angebracht. Das habe ich selbst gemacht. Auch das Camo, das hier drauf ist, habe ich selbst gesprüht. Die D-Ringe hier habe ich auch selbst angebracht, weil ich das Ding mir nicht am Gürtel hängen will. Ihr habt gesehen, wie schwer das Teil ist. Ich weiß es nicht mehr genau auswendig, aber fast 1,5 Kilo mit der Kydex. Das kann ich nicht am Gürtel tragen. Das geht nicht. Darum habe ich mir hier aus Paracord noch so eine Art Chest-Rig gemacht. Mit diesen Haken hier, das kann ich hier oben einfach einhängen. Und dann kann ich mir das Ding, je nachdem wie ich es will, so umhängen. Ich kann es, wenn ich es aus dem Weg haben muss, kann ich es auch nach hinten nehmen, habe ich die Hände wieder frei, kann es wieder nach vorne nehmen. Das war so die Überlegung. Wenn man so ein großes, schweres Messer trägt, dann geht es meiner Meinung nach gar nicht an Gürtel. Die Keidegscheide an sich hat hier auch einen Abfluss für Wasser, wenn es regnen sollte, was auch sehr wichtig ist, weil man darf nicht vergessen, auch diese Klinge hier ist zwar beschichtet bezüglich den Tiger Stripes, aber ist halt auch ein bisschen rostanfällig wegen des Stahls. Aber das ist kein Problem, wenn man das nach der Tour zurück nach Hause kommt, ein bisschen putzt mit ein bisschen Ballistol oder WD-40. Dann wird es kein Problem sein. Das Messer rastet hier sehr schön ein in der Scheide und
hält auch bombenfest. Also das kriegt man nicht raus. Ich habe das wirklich jetzt auch länger. Ich bin ja oft wirklich draußen unterwegs. Dann habe ich das auf dem Rücken oder vorne dran mit dem Rucksack und dann muss ich dann von Stein zu Stein springen und das ist wirklich Erschütterung ausgesetzt. Da fällt nichts raus, das hält bombenfest. Okay. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist bei diesem Messer, ich habe das schon bei meinem vorletzten Outdoor-Trip gemerkt, dass das Messer ist halt wirklich schwer. Und es ist so, dass ich mit anderen Messern, die eine ähnliche Größe haben, vielleicht nicht so eine breite Klinge, aber die Klingenlänge dieselbe ist, dass ich da wesentlich später Ermüdungserscheinungen einstellen. Also wenn ich mit so einem Gewicht dauerhaft Holz machen muss, dann geht es schon in die Schulter und in den Arm, also einfach aufgrund von dem hohen Gewicht. Das macht aber nichts aus. Also ich würde nicht auf dieses Messer verzichten, um Holz zu machen, sagen wir es mal so. Was auch noch ist mit dem konvexen Anschliff, ist es halt so, dass es in frisches grünes Holz, wie ihr es vorhin auch gerade gesehen habt, beißt sich das richtig gut rein. Wo es ein bisschen mehr Mühe hatte, was mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt hat, war gekauftes Hartholz, Buche zum Beispiel. Wenn ich die fertigen Scheite habe, dann kommt es oft, dass wenn die Unterlage dann auch noch nicht so stabil ist, wie sie sein sollte, wenn ich das irgendwie auf dem Boden mache oder so sowieso, aber auch jetzt auf dem Hackklotz oder mit einer guten Unterlage, es ist oft so, dass der konvexe Anschliff ist. Das Ding hat eine Spaltwirkung, das ist unglaublich, das ist ein wirklicher Axtersatz. So. Also es ist gut zum Spalten, was ich aber gemerkt habe, wenn das jetzt einen Flachschliff hätte, würde ich davon ausgehen, dass es sich auch in trockenes Hartholz besser reinbeißt. Also ich hatte oft, dass ich ausgeholt, zugeschlagen habe und dass es dann abgefedert hat. Das kann aber auch sein wegen der Unterlage, die Klinge ist wirklich scharf, das ist einfach das, was mir aufgefallen ist. Genau. Gut. Also wie gesagt, wenn ihr auch Interesse habt an solchen wirklich stabilen, langlebigen und zuverlässigen Outdoor-Messer, dann geht mal vorbei bei vlotknives.ch, Schweizer Shop. Ich verlinke euch unten auch noch die Adresse für den Shop und natürlich auch für den YouTube-Kanal von den beiden. Echt coole Leute, die wissen, was Qualität ist. Wenn ihr Bock habt, schaut mal bei denen vorbei.